Hallo, ich bin Vorarlberg-Reporter Simon Stark und ich stehe hier vor dem Olympiazentrum in Dornbirn und neben mir Alltag-Neo-Coach Martin Scherf. Servus. Hallo. Wie war denn das erste Training heute Vormittag? Ja, es war das erste Kennenlernen, das Vorstellen von mir, vom neuen Co-Trainer Stefan Fuhrmann, und dann ist die Mannschaft laufen gegangen und hat wieder Gewöhnung gemacht, dass sie sich an die harten Belastungen der nächsten Wochen gewöhnt. Ja, klingt doch schon mal klasse. Jetzt heute hatten Sie das erste Training. Wann sind Sie denn angekommen in Vorarlberg? Ja, ich war in den letzten Wochen schon einige Male da, um mit dem Trainerstab einiges zu besprechen. Aber fix angekommen bin ich gestern, hatte eine wunderbare Fahrt durch ganz Österreich mit Schneefall, Schneefahrbahn, Staus. Aber ich bin gut angekommen und habe genug Zeitfenster eingeplant gehabt. Was haben Sie das Gefühl, sind Sie schon gut in Vorarlberg angekommen? Haben Sie sich hier schon eingefunden oder waren Sie schon längere Zeit einmal hier? Kennen Sie das Ländle? Als gegnerischer Trainer mit St. Pölten war ich öfter hier, sei es sogar Dornbirn, Lustenau und natürlich auch gegen Alltag. Mir hat es immer sehr gut gefallen. Bin auch toll aufgenommen worden, egal ob es hier im Olympiazentrum Dornbirn ist oder beim Verein, bei den ganzen Mitarbeitern. Schwierigkeiten habe ich nur, wenn zwei Vorarlberger untereinander im Dialekt sprechen. Da muss ich sehr genau zuhören, um alles zu verstehen. Ja, da hätten wir ein kleines Willkommensgeschenk. Jetzt hol es, gell? Vielleicht tun Sie sich mit dem etwas leichter. Sie dürfen es gerne mal auspacken. Und zwar haben wir da uns gedacht, ein kleines Kennenlernbuch für Vorarlberg. Ja, vielen Dank, da freue ich mich sehr. Ja, vielleicht hilft es Ihnen weiter. Ja, und beim nächsten Interview werde ich dann schon daraus zitieren, okay? Zitieren? Ja, im genau, Dialekt. Im Dialekt. Das wäre klasse. Super, Herr Scherb, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Alltag und dann sprechen wir am Ende von der Saison nochmal. Ja, vielen Dank noch einmal. Antenne Vorarlberg.